Ein Stoma ist ein künstlicher Darmausgang. Das heißt, es wird eine Darmschlinge an die Bauchdecke angenäht und der Stuhlgang aus dem Bauchraum abgeleitet in ein Beutelsystem. Die Anlage eines Stomas bzw. eines künstlichen Darmausgangs ist notwendig bei Tumoren im Bereich des Mastdarms, die den Schließmuskel infiltrieren oder zerstören, manchmal aber auch vorübergehend zum Schützen von Darmnähten. Bei Akuteingriffen oder Notfalleingriffen, wenn sehr viel Eiter im Bauch oder Stuhlgang im Bauch ist, dann muss ein Stoma angelegt werden, wenn sich die Anlage einer Darmnaht aufgrund der Entzündungssituation verbietet. Ein Stoma ist nicht immer endgültig. Lediglich bei Zerstörung des Schließmuskels oder Verlust der Schließmuskelfunktion haben die Patienten von einem bleibenden Stoma den Vorteil, dass die Lebensqualität deutlich verbessert wird. Andere Stomata, gerade im Bereich des Dünndarms, sind in der Regel vorübergehend, um eben zum Beispiel eine Darmnaht bei einem Tumor zu schützen oder eben den Patienten aus der Akutsituation herauszubringen.